Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu meinem The Elder Scrolls 4 Oblivion Let's Play. Heute mal mit einer kleinen Bonus-Episode. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass ich immer sozusagen so offscreen so vernünftig versuche zu leveln. Ich zeige euch mal heute, wie ich das ungefähr angehe, was ich mache und zeige euch sozusagen mit als Special, weil wir haben mittlerweile schon aktuell 10 Folgen Oblivion zusammen. Das ist schon ziemlich heftig, wie schnell das geht. Dachte ich mir, zeige ich euch doch heute einfach mal, wie ich effizient levele, wie das geht, wie man verschiedene Skills levelt, um ein wirklich bombastisches Level abzuhaben. So, ich zeige euch das Ganze kurz. Wir müssen mal kurz eine Schlammkrabbe finden, die wir mal kurz, die uns mal kurz ein bisschen angreift, dass wir sozusagen unser Level abschießen können, ja. Wir müssen mal schauen, da habe ich einen Schlachtfisch rumflattern sehen. Kann der mich angreifen? Bestimmt, ne? Greift der mich an? Na komm schon. So. Hey! Oh, das ist auch so eine blöde Schlammkrabbe. Naja, gut. So. Wow. Okay, gut. Ich will jetzt erstmal nicht viel Gameplay machen, sondern ich will euch einfach nur zeigen, wie man das wirklich, naja, wie das halt aussieht, wenn man dann jetzt ein Level Up hätte. In den meisten Fällen. Ach, schade, dass wir so langsam sind. Das ist echt gerade ziemlich doof, um das zu demonstrieren. Also wir haben jetzt sozusagen unser ganz normales Level Up gehabt, haben nichts nebenbei gelevelt und haben jetzt einen Levelaufstieg. So. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist, also ich meine, viel Konstitution ist schon mal gut, ja, aber der Rest ist so sehr, sehr semi, ja. Und um sozusagen ein wirklich vernünftiges Level Up zu erreichen, reicht das halt nicht, ja. Dann kann man zwar das hier so machen, aber man hat nicht mehr 2 Stärke, 2 Willenskraft, 4 Konstitution, ist in Ordnung, ja. Aber es reicht mir nicht, ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich will jetzt wirklich 5 Punkte auf Willenskraft, ich will 5 Punkte auf Stärke und ich will 5 Punkte auf Konstitution, ja. Dann machen wir einfach Folgendes. Wir gucken halt, wir laden mal den Spielstand neu und wir gucken uns an, okay, welches Attribut durch was gelevelt wird, ja. Und hier bei Stärke sind es die Stumpfen, die Klingenwaffen und die Faustkampf, der Faustkampf. Bei der Willenskraft ist es Zerstörung, Veränderung und Wiederherstellung und bei der Konstitution Blocken, Waffenschmiede, Kunst und schwere Rüstung. So, leider ist es bei Konstitution so, Blocken und schwere Rüstung gehört zu unseren Hauptfertigkeiten. Das heißt, da, wenn wir sozusagen diese Fertigkeiten leveln würden, würden wir automatisch ein Level-Up erreichen. Und das gleiche gilt auch für die Wiederherstellung und die Zerstörung. Auch das sind Hauptfertigkeiten. Und in dem Fall bleibt uns bei der Konstitution nur die Waffenschmiedekunst, die wir offscreen leveln können, um sozusagen da das plus 5 zu erreichen. Und das gleiche gilt auch für die Willenskraft. Für die Stärke ist es ganz einfach. Ich schaue mal, ob wir das gerade irgendwie hier hinbekommen. Ich weiß nicht, das ist ein... Hat die mal... Ah, perfekt. Super. Das bietet sich ja großartig an hier. Das heißt, wir nehmen einfach ein Schwert, in dem Fall, weil Schwertkampf ist nicht unser Hauptattribut, oder wir nehmen von mir aus auch den Faustkampf-Skill auch. Wir machen Folgendes, deswegen ist das Pferd super wichtig für uns. Wir machen dann einfach Folgendes, um das zu leveln. Wir machen die Schwierigkeit ganz nach oben, dass wir keinen Schaden machen. Und dann machen wir Folgendes. Wir gehen einfach auf unser Pferd los. Ich werde schon ein bisschen drauf einschlagen, ist vielleicht ein bisschen brutal, aber wie gesagt, in Elder Scrolls kann man ja sein Pferd so lange verprügeln, wie man es für richtig hält. Das gleiche von einer gewissen Zeit kann man aufhören, dann heißt es, Schwertkampf hat sich verbessert. So, und wenn wir jetzt sozusagen demnächst dann schlafen gehen würden, dann würden wir einfach wahnsinnig viele Level-Ups auf Stärke bekommen.
Ganze machen wir einfach, ich mache es natürlich jetzt erstmal nur so ein bisschen, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, ja? So, nachdem ihr das gemacht habt, ist schon mal erstmal einen Schritt in die richtige Richtung getan worden. So, dann ist es aber so, okay, wir wollen ja auch noch die Veränderung leveln. Da ist es ganz einfach, deswegen habe ich mal erzählt, ich habe mir schon ein paar Zauber gekauft, zum Beispiel hier Leben entdecken für die Mystik oder Schützen für die Veränderung. Das heißt, wir gucken, okay, unsere Veränderung ist auf Stufe 10 und dann stellen wir uns hier hin und casten einfach diesen Zauber. Man sieht schon Veränderung verbessert, ja, und schon wieder verbessert. Das geht immer ziemlich schnell am Anfang. Später wird es natürlich etwas schwieriger und dauert auch wesentlich länger. So. Und das Gleiche, wie gesagt, ich mache das jetzt mal so ein bisschen. Dann werde ich gleich einfach mich nochmal angreifen lassen von irgendeinem komischen Mist. Ja? So. Machen wir noch ein Level up. Sehr schön. Ich mache hier wieder den Quick Save. Ich gehe hier auf normale Schwierigkeit zurück, dass wir nicht komplett auf die Fresse bekommen. Und dann gehe ich mir kurz ein bisschen Streit suchen. So, nochmal kurz einen Quicksave machen. Und die Schlammkrabbe suchen. Da ist sie schon. Und dann soll diese Schlammkrabbe einfach mal auf uns ein bisschen eintreffen. So. Okay, wir haben nochmal den Schwertkampf verbessert. So. Und wir gehen ohne Umschweife, ohne irgendwas zu tun, gehen wir einfach weiter. Und ich hoffe, ich habe genug gelevelt, damit ihr das sozusagen sehen könnt. Wir machen jetzt das Rasten. Und ihr seht schon, wir haben bereits 4 Punkte auf die Willenskraft und 3 Punkte auf die Stärke, ja? Und auf die Konstitution haben wir jetzt natürlich keinen Waffenschmiedekunst gelevelt, ja. Und das, man sieht schon, dadurch ist das Level Up schon wesentlich besser geworden, ja. Und wir machen mal nochmal hier den Load. Und dann zeige ich euch, was man machen kann für jetzt die Waffenschmiedekunst. Ihr habt es ja schon mitbekommen im Let's Play, dass ich tatsächlich immer alles an Equip mitnehme, was ich von den Gegnern finde, um es zu reparieren. Ja, es kostet halt den ein oder anderen Reparaturhammer, aber das kostet, die Reparaturhammer kosten Gold und Gold ist nicht das Problem. Und wir machen folgendes. Wir reisen nach Koroll. So, es ist natürlich gerade wieder mitten in der Nacht. Finde ich auch sehr gut. Stunden. Das ist großartig. So, und dann warten wir, dass die Händler wieder nur für uns öffnen. Das ringelt immer noch, das ist ja großartig. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ja? Und reden mit Rasheda, die ist die Schmiedin von Koroll und außerdem... Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. ...trainiert sie ein in der Waffenschmiedekunst, ja? Das heißt, wir werden jetzt einfach mal, wie gesagt, okay, bla bla bla... Okay, keine Ahnung, ist egal. Mal sehen. Es geht ja hier ums Leveln, ja? Wissen. Wir machen einfach mal 3 Level. Ich habe wieder gespeichert. Dann reisen wir wieder zu unserem Lieblingsort. Da mache ich es wieder wie folgt. Ich werde die Schwierigkeit wieder hochstellen. Ich werde jetzt mal nicht speichern. Ich werde einfach ein bisschen auf unser Chest eindrücken. Zittert schon ein bisschen hin und her. So, ich bin jetzt wieder etwas still. Also wie gesagt, und dann können wir uns mal das Ganze angucken. Wenn ihr sagt, okay, das mit dem Schwertkampf ist erstmal so in Ordnung. Und was natürlich auch hilfreich ist, zum Beispiel, ihr seht ja hier, ist auch zum Beispiel ein ganz guter Ort. Ihr seht diesen Eileiden-Brunnen, ja. Den kann man tendenziell aktivieren. Der füllt einem die Marika auf und außerdem festigt der Marika, aber das hatte ich ja schon mal im ersten Part erzählt. Das ist dann ziemlich gut, um sozusagen nochmal weiterhin die ganzen Sachen zu leveln.
So, und da ist wieder unsere geliebte Schlammkrabbe. Natürlich sollten wir das Spiel nicht auf der Schwierigkeitsstufe lassen, weil sonst kriegen wir ganz schnell von der guten Dame, von der guten Schlammkrabbe aufs Maul. So, komm her hier. Okay, lol. Sieht man, unser Schwert ist ein bisschen in die Binsen gegangen und dementsprechend macht es keinen Schaden mehr wirklich. So, dann gehen wir natürlich wieder zu dem Lager zurück. Also ich finde, der Ort persönlich gefällt mir ziemlich gut. Bei den Schlammkrabben kann man ganz gut schwere Rüstung und Blocken dran sozusagen zum Level up erreichen. Und man hat den Aelidenbrunnen, man hat Betten in der Nähe, man kann sein Pferd gut, ist ab von der Zivilisation und kann gut daran trainieren. So, boom, seht ihr? 5 Konstitution, 5 Willenskraft, 5 Stärke. So. Perfekt, ja? Und, so ganz einfach geht es, ja? Natürlich, komm, lade schon. Natürlich muss man halt festhalten und kann sagen, okay, ja, es hat jetzt halt ein bisschen Geld gekostet, dieses Level-Up mit der Schmiedekunst. Aber später oder früher oder später wird es mit dem, überhaupt gar kein Problem mehr sein. Und man wird Gold in Massen haben, ja. Und das ist halt echt super. Also halten wir einfach fest, wenn ihr wirklich versucht, dieses Spiel ohne Mods zu spielen, um dieses Level-System so ein bisschen zu umgehen, ja, ist es einfach das Beste, wenn man sich wirklich die 5 Minuten nimmt, ja, zum Beispiel diese billigen Zauber in der Kaiserstadt kauft. Warte, ich zeige euch das Ganze mal. Ah, da müssen wir jetzt hinweisen. Scheiße. Okay, kann ich euch gleich zeigen. Dass man sich einfach eine Stange von billigen Zaubern kauft, ja. Gut, leider ist jetzt Beschwörung, gehört jetzt mit zu meinen Hauptfertigkeiten. Aber ich habe ja, wie gesagt, vorher gespeichert. Und man kann ganz einfach wirklich diesen Zauber auch ganz locker leveln, indem man einfach zum Beispiel dieses Skelett beschwört, ja. So, man muss nicht Schaden machen wie in Skyrim, man kann die einfach durchcasten und levelt in Beschwörung. Das gleiche gilt Schützen, das hatte ich gerade mit der Veränderung. Das gleiche gilt zum Beispiel für Illusionen, indem man einfach das Sternlicht kontinuierlich castet. Die Lebenserkennung für die Mystik, für die Intelligenz kann man ganz locker casten und bekommt Level-Ups. Was man beachten muss, ist natürlich Zerstörung. Kann man am Pferd leveln, aber da sollte man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man halt, wie gesagt, nicht zu viel macht. Später kann man dann auch daran am Pferd Wiederherstellung leveln. Das gleiche kann man natürlich auch machen mit dem, wenn ich ihn Zauber finden würde, Lebenskraft absorbieren. Dass wir einfach hingehen zu unserem Pferd, ja. Das einfach durchcasten. Machen wir hier Unterschied. Ich mach das mal, dass man das ungefähr sehen kann. Ja, so kann man auch so leveln. Das ist echt ziemlich einfach. Das gleiche gilt, leider habe ich jetzt gerade keinen Bogen. Das gleiche kann man mit Pfeil und Bogen machen. Man kauft sich einen ganzen Sack voll Eisenpfeile und schießt die einfach auf das Pferd. Schleichen kann ich euch auch später demonstrieren. Das ist ganz einfach. Da hockt man sich in irgendeine Ecke, wo ein paar Leute sind, ja. Man geht in den Schleichmodus und dann drückt man einfach Q. Es geht jetzt natürlich schlecht, weil ich schwere Rüstung anhab und mein Pferd mich sieht. Aber man hockt sich dann einfach in die Ecke, schleicht. Und so kann man halt zum Beispiel, wenn man die Geschicklichkeit leveln will, ist das eine ziemlich gute Sache, ja. Also halten wir fest, das Ganze ist kein Hexenwerk, in Oblivion einen vernünftig geskillten Charakter hinzubekommen. Es braucht bloß die Information dafür, dass man weiß, was funktioniert und was nicht. Ja, wie man die Sachen super leveln kann. Ich meine, das Pferd haben wir nach den ersten paar Minuten des Spiels bekommen. Und wie gesagt, die Ruine dort, die ist, wie gesagt, man kommt hier raus und das ist ein easy Ding, ja. Und jetzt zeige ich euch hier Edgars Sparzauber, heißt der gute Schuppen. Ja, das ist direkt im Marktbezirk. Hier spawnt man bei den Stadtinseln, man geht den Gang hoch und einfach geht dann rechts. Und dann ist auch das da schon, man sieht es von Weitem auf der Straße.
Und in dem kann man halt, wie gesagt, sich diese ganzen günstigen Zauber kaufen, und um halt die Sachen zu leveln. Und ja, wie gesagt, das sind so die Skills, die man halt ganz super easy leveln kann. Schwere Rüstung, leichte Rüstung, man stellt sich irgendwo hin, stellt es auf ganz leichtes Spiel, lässt ein bisschen auf sich eindröschen, Blocken ähnlich, und die ganzen anderen Sachen habe ich ja bereits gerade erklärt, ja. Gut, Handelsgeschick, Wortgewandtheit, das lässt sich nicht ganz so einfach leveln. Akrobatik, Athletik, durchs Laufen und durchs Springen, ja, aber ihr wollt nun mal nicht euch stundenlang hier in die Ecke stellen und dann gegen diesen Pfeiler laufen, um dann irgendwann mal ein Level-Up zu haben. Das glaube ich euch, glaube ich nicht, dass das irgendwie so Premium ist. Aber es funktioniert und man kann nebenbei irgendwas anderes machen, ja. Aber das ist so, für mich war das erste Mal, als ich das einfach mal so die ersten paar Male getestet habe, war das echt eine ziemlich gute Erfahrung. Und ich muss auch sagen, das ist so was, was man halt nicht wirklich mitgegeben bekommt, dass man auch wirklich durch diese Nebenfertigkeiten anfängt halt so ein bisschen sein, wie soll ich das sagen, seine Attribute halt aufzubessern. Und deswegen finde ich, ist das eine ziemlich gute Sache, wenn man das halt weiß, ja. Und das persönlich macht dann Oblivion, öffnet nochmal so ein bisschen ganz andere Möglichkeiten. Wenn man auch wirklich immer so ein paar Minuten pro Level abnimmt und sich überlegt, okay, was levelst du als nächstes, und dass dein Charakter dann auch wirklich mit dem Spiel wächst, ja, also dass die Gegner nicht maßlos zu stark sind, sondern dass du auch wirklich das Gefühl hast, dass du jemand bist in diesem Spiel, dass du auch wirklich Erfolg hast, dass du auch wirklich deinen Charakter wachsen siehst, ja, weil das ist ein Problem, was ich in den meisten Durchgängen immer hatte, dass ich trotz dessen, dass ich jetzt nur die Hauptskills gelevelt habe, immer noch zu schwach war, beziehungsweise dann zum Beispiel nicht schnell genug gelevelt habe, ja, und jetzt hat man sozusagen die Möglichkeit, das Ganze halt nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, und es öffnet viele Möglichkeiten. Dann kann man zum Beispiel auch primär halt auf, wenn ich jetzt sage, okay, Intelligenz und Willenskraft sind mir jetzt egal, ich will nur Geschicklichkeit, Konstitution und Stärke, dann habe ich euch gerade gezeigt, wie man das ganz locker hinbekommen kann. Und wenn es euch sozusagen dann nochmal gepackt hat, das auszuprobieren, dann empfehle ich es nur jedem, macht es. Es macht nochmal so ein bisschen, dass man sagt, ey, Oblivion, mit diesem schlechten Level-System, wenn das wegfällt, muss man doch sagen, dieser Combat mit dieser Magie und wie ihr es schon ein bisschen gesehen habt, es macht doch sehr viel Spaß, muss ich gestehen, ja. Aber ich will auch nicht zu viel rumlabern. Genug davon. Ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei seid. Genießt euren Abend, euren Tag. Startet entspannt in den Tag hinein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Haut da rein und bis zum nächsten Mal.